Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass mein Licht hier überall so krass gelblich ist. Aber jetzt ist es so, ich sitze jetzt gerade in der Küche. Ja, heute ist wahrscheinlich so der dritte so richtige Umzugsvlog, weil so viel gibt es jetzt nicht mehr so zu umziehen. Ja, ich habe jetzt mit einer Freundin zusammen, beziehungsweise die Freundin ist eigentlich fast allein gemacht, dieses Kallax-Regal aufgebaut und ja, ich habe jetzt auch so Schubladen gebaut. Ich weiß gar nicht, also ich hatte halt davor alles einfach so da rumstehen und hatte auch keine wirkliche Schublade für mein Besteck. Und jetzt habe ich hier alles so ordentlich und hier solche Schieber, solche Türen. Da muss ich noch gucken, was ich mitmache. Und hier hinten steht jetzt auch das schicke Kallax. So sieht dein Kallax von Ikea aus, falls ihr es noch nicht wusstet. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch großartig was aufbaue, also an diesen Schubladen sozusagen oder halt Türen, weil ich jetzt erstmal gucken muss, was alles schon reinpasst, was, keine Ahnung, wo ich vielleicht noch Stauraum brauche und wie ich den aufbaue. Und ja, morgen gibt es auch die Ersti-Tüten, da bin ich richtig gespannt, da mache ich morgen wahrscheinlich. Zeige ich mal, was so in der Ersti-Tüte drin ist. Ich weiß es ja selber noch nicht, was immer da drin sein wird. Deswegen sind wir mal gespannt. Und genau, jetzt heute Abend werde ich einfach nur noch einräumen, spülen und keine Ahnung was machen. Ich habe jetzt halt noch mega viele Sachen, die jetzt in meinem Schrank gerade noch sind, die da aber nicht hingehören, so Schreibtischsachen und so. Das werde ich jetzt alles mal aufräumen und ja, ich denke, ihr guckt mir dabei zu. Also, ja. Ich habe heute Morgen, glaube ich, nicht gevloggt und dann gestern Abend auch nicht mehr. Ihr habt ja gesehen, wie ich aufgeräumt habe und alles. Und ja, wir waren heute bei so einer Ersti-Veranstaltung für alle Erstis und haben auch Ersti-Tüten bekommen. Und es war davor so eine Messe, wo man sich halt alle AGs und sonstige Sachen, ich nenne es mal AGs, von der Uni angucken konnte. War eigentlich ganz interessant. Wir sind da einmal durchgelaufen und ich habe eine Ersti-Tüte bekommen. Und ich habe sogar noch eine Cleverfit-Tüte bekommen. Und ich habe gedacht, ich mache so ein kleines Unboxing, weil ich weiß nicht, bei wem ich das gesehen habe, aber ich fand es voll interessant, weil wenn man halt nicht zur Uni geht, weiß man nicht, was da so drin ist. Und ich persönlich finde halt, da sind voll coole Sachen drin, wenn man auch mal überlegt, dass man das alles umsonst bekommt. Und ja, fangen wir mit der ersten Tüte an. Da haben wir so einen coolen Jute-Beutel bekommen, der ist halt riesig. Ich finde das echt gut zum Einkaufen. Und da ist irgendwie so der Grundriss von der Uni Mainz drauf, also von dem Campus. Ja, dann gab es natürlich, da ist man reingelaufen, hat man direkt hier so ein Semesterprogramm bekommen und einen Gutschein für die Mensa. Das finde ich halt mega, weil es zwar nicht teuer, aber man kann es trotzdem umsonst ausprobieren. Und einen richtig coolen Kuli, weil der ist so auf Öko gemacht. Dann, was haben wir noch hier drin? So, natürlich ganz viele Prospekte und sowas. Unicare, also, genau, bei uns in der Nähe ist so ein Stadion und da können wir so irgendwie zu irgendwas umsonst gehen. Dann hier so ein Semesterprogramm. Einmal solche Sticker noch. Und hier ist ein Textmarker drin. Das finde ich ganz cool, weil Textmarker kann man immer gebrauchen. Und was mega cool war, und zwar habe ich gestern in irgendeiner Insta-Story Almdudler gesehen und dachte, boah, Almdudler können wir schon mal wieder trinken. Ich trinke eigentlich nie Almdudler, aber trotzdem. Und jetzt habe ich einfach einen Almdudler war da drin und ich habe noch sogar eins von einer Freundin geschenkt bekommen. Lucky me. Und es gab noch Orange Herbst Süß. Mega.
und halt den Jutebeutel. Und in dem Clever Fit Ding konnte man gratis Probetraining. Das haben wir eigentlich auch gemacht. Wir waren heute im Fitnessstudio und natürlich nochmal einen Blog und auch eine Trinkflasche. Und es gab auch ein paar Schokis, die habe ich aber schon gegessen. Trinkflasche. Macht man nichts mit verkehrt. Ist halt natürlich einerseits auch die Frage, wie auch man das so alles braucht, aber ja, man bekommt es halt nicht. So, guten Morgen. Es ist der nächste Tag. Meine Stimme hört sich ganz kratzig an. Ich weiß nicht wieso. Ich habe mich für dieses Outfit entschieden. Ich musste echt lange überlegen, weil ich nur eine Jacke dabei habe. Und ja, heute will ich irgendwie gut angezogen sein. Aber jetzt habe ich mich entschieden, einfach was Bequemes anzuziehen. So eine Stoffhose, so ein langärmliches Oberteil, was leicht gecroppt ist. Aber naja, und dann ganz normal meine Jeansjacke. Es soll heute auch gar nicht so kalt werden. Und ja, ich muss jetzt gleich los. Ich denke, ich bringe noch ein bisschen Müll runter. Und ihr seht, hier ist auch noch überall Chaos. Aber ich habe gedacht, das kann ich auch morgen alles noch wegräumen. Genau, und ich komme ja später auch noch mal kurz nach Hause. Ich denke, ich vlogge ein bisschen, aber nur mit dem Handy, weil es ist der erste Tag. Ich lerne alle, ich glaube, fast alle aus meinem Jahrgang kennen. Und also halt, die auch in meinem Studiengang sind. Und da will ich nicht unbedingt mit einer Kamera durch die Gegend laufen. Auch wenn ich das natürlich nicht verstecke, dass ich YouTube mache. Aber trotzdem muss es in dem Zusammenhang nicht unbedingt sein. Das Licht macht mich gerade ganz bleich und so, als hätte ich keine Konturen. Ich habe mich ganz normal geschminkt halt. Es ist ja jetzt auch nicht krass, dass ich auf eine Gala gehe oder so, sondern casual und so. Ja, und mal gucken, wie der Tag so wird. Bis dann. Kleiner Disclaimer. Eigentlich wollte ich noch so drüber reden, wie die ersten Tage dann so abgelaufen sind und wie das alles so war. Aber dann wäre das Video leider zu lang geworden. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das in so einem kleinen Get Ready With Me. Das seht ihr dann allerdings erst nächste Woche.